Hallo, ich bin Konrad Behrens, 33 Jahre alt, Geschäftsführer der Verzuckert OHG. Wir sind eine Konditorei und Bäckerei im Herzen von Osterburg. Uns als Familienunternehmen gibt es schon seit 1856 und meine Schwester und ich haben quasi aus dem Betrieb unserer Eltern, der Konditorei Behrens, im Jahr 2020 die Verzuckert OHG gemacht. Das Schwierigste für uns in der Corona-Pandemie war wirklich, dass uns das gesamte Auftragsgeschäft weggebrochen ist. Also da reden wir wirklich von Caterings für Hotels, Hochzeitstorten, mit denen wir wirklich an den Wochenenden voll ausgebucht waren, in unserem Standort hier in Osterburg und in Berlin. Und im Nachhinein natürlich auch, dass das ganze Leben eingeschränkt wurde. Also die breite Straße hier in Osterburg war so ruhig, es waren so wenige Leute auf der Straße, das ganze Tagesgeschäft ist massiv runtergefahren und das war natürlich ein Umsatzeinbruch, der war schwierig. Das war wirklich sehr riskant für uns. Das Wichtigste in dieser Krise für mich war meine Familie und meine Freundin. Die haben mir den Rücken freigehalten. Meine Schwester und ich haben immer miteinander kommuniziert und wir haben immer zusammen versucht, Lösungen zu finden. Also wir haben das wirklich als Familie durchgestanden. Meine Freundin hat mir den Rücken freigehalten. Das ist auch sehr wichtig, dass man sich dann wenigstens mit der verbleibenden Kraft, die man hatte, wirklich sich voll und ganz dem Unternehmen widmen konnte. Und das hat uns, glaube ich, über die Zeit getragen. Das Wichtigste oder die beste Hilfe, die wir hatten, das waren unsere treuen Stammkunden. Also da kann ich sagen, die haben uns durch die Krise getragen. Also da konnten wir darauf zählen, dass die weiterhin kommen, weiterhin einkaufen, dass wir immer einen gewissen Grundumsatz hatten. Das war sehr, sehr viel wert. Positive Entwicklung in der Corona-Krise. Für mich persönlich, ich hatte Wochenenden. Also ich hatte auf einmal wirklich freie Tage und das mehr als nur mal einen freien Nachmittag oder zwei, drei Stunden. Einen freien Samstag, einen freien Sonntag, das kannte ich ja schon gar nicht mehr. Das war wirklich was Schönes. Man konnte einfach mal wieder zu sich finden. Man konnte einfach die Zeit genießen. Also das haben wir dann auch getan. Und natürlich ist man auch sehr selbstkritisch. Wir haben das Unternehmen hinterfragt. Was können wir machen? Was lohnt sich nicht mehr, wovon müssen wir uns verabschieden? Also wir konnten alte Strukturen aufbrechen und haben sehr viel gelernt. Also das Lehrgeld, das wir bezahlt haben, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige und gute Erfahrung, weil ich glaube, so schnell erschüttert uns jetzt nichts mehr. Also den Mut zu verlieren und wiederzufinden, das ist ja auch eine Geschichte für sich. Natürlich gab es Phasen, da war man wirklich sehr frustriert. Man hat sich Gedanken gemacht, oh Gott, wie soll das jetzt weitergehen? Man hat sich selber verglichen mit den Eltern. Die sind auch durch solche Zeiten mal gegangen und da hilft wirklich nur Familie, Partnerschaft, die Liebe, die man erfährt, das ist das, was einen dann trägt und hält. Wenn ich mein Team anschaue, wie die mir den Rücken frei halten, wie die hinter einem stehen, wie motiviert die sind und auch alle Entscheidungen mittragen, das gibt dann schon, wenn man weiß, ja, man hat ja Kraft, man hat ja Power, man ist ja eigentlich geil. Ich wünsche mir für unser Unternehmen ganz besonders, dass wir noch wachsen können, dass wir dabei erfolgreich sind, dass unser Team so schön und so stark bleibt, wie es ist, vielleicht auch noch wächst. Ich wünsche mir für unseren Standort in Berlin, dass meine Schwester da noch stärker ihre Handschrift reinbringen kann, dass es wirklich eine Größe ist, wie wir sie hier sind. Ich wünsche mir für Osterburg natürlich, dass wir als Stammhaus weiterhin bestehen und einfach unsere Produkte weiter an den Mann bringen können. Ich wünsche mir, dass unsere lieben Stammkunden weiterhin so treu bleiben. Da freue ich mich, da bin ich wirklich im Herzen dabei, auch das Feedback, was von denen kommt. Und ich wünsche mir für mich persönlich einfach irgendwann diese Zeit zu haben, dass man ein bisschen mehr das Leben noch genießen kann, dass man mal wieder einen Samstag hat oder mal einen Sonntag, der frei ist.